Hallo meine Lieben, ich bin wieder da mit einem Haul. Mal wieder Doreen Beats. Meine XXL-Bestellung ist endlich angekommen. Also diesmal habe ich wirklich gedacht, ich warte ewig. Es ist eigentlich nicht mal lange gewesen. Es waren jetzt 1,5 Wochen unterwegs. Aber ausgewählt hatte ich 4 bis 8 Tage. Und ja, da auch, ich glaube, 4 Tage oder 5 Tage sogar überhaupt nichts voranging auf der Suchseite, wo ich gucken kann, wegen der Bestellnummer, wie weit das Paket ist. Da ging nichts voran die letzten 5 Tage, seit letzten Freitag schon. Und ich habe gedacht, das kommt nie mehr an. Also heute Mittag kam es jedenfalls per DPD endlich an. Und ich habe mich mega gefreut. Es war ein riesen Paket. Also so ein großes Paket habe ich bei Doreen Beats noch nie bekommen. Es sind, glaube ich, 6 Beutel oder so da drinne, plus Kleinigkeiten. Ich habe sogar diesmal noch auch einen Katalog bekommen, den zeige ich euch nachher auch noch mal kurz. Und ja, das möchte ich euch natürlich mal wieder zeigen. Anfangen tue ich mit dem einzigen Stickerbogen, den ich bestellt habe. Und zwar habe ich diesen Stickerbogen bestellt. Ich werde den auf jeden Fall mal auspacken, aber erst zeige ich euch die Nummer. Da sind auf jeden Fall 2 Stück drin. Da habt ihr mal die Nummer dafür. Jetzt muss ich mal reinschauen. Also ich weiß jetzt nicht, wieso der ausgepackt ist. Ich habe vorher noch nicht reingeguckt. Also das muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wieso der ausgepackt ist. Aber das ist ja eigentlich auch total egal. Jedenfalls seht ihr, es ist zweimal der gleiche. Und es sind transparente Sticker, was ich natürlich besonders toll finde. Das finde ich sehr gut. Das hat 1 Euro noch was gekostet, also ist alles total in Ordnung vom Preis her. Und dann fangen wir mit dem ersten Sack an. Da hole ich jetzt nach und nach so ein paar Sachen raus. Und zwar habe ich Handybänder bestellt. Ich weiß, sie sind dort nicht allzu günstig, aber ich habe die Preise ein bisschen verglichen und ja, viel günstiger kommt mir das jetzt auf eBay auch nicht, wenn ich die jetzt da bestellen tue. Und da sind die fast 2 Monate bald unterwegs, wenn ich Pech habe. Und von daher habe ich die jetzt bei Doreen Beats mitbestellt. Das sind die ganz normalen ohne Karabiner in Schwarz. Sind 500 Stück drin mit der Nummer. Also die brauchte ich auf jeden Fall, weil ich hatte keine Handybänder mehr und es wurden Handybänder gewünscht in meiner Gruppe. Und ja, ich werde euch auch meine Verkaufsgruppe von Facebook wieder verlinken in der Infobox. Falls ich es vergessen tue, bitte erwähnt das in den Kommentaren oder so, falls ihr das gerne wissen möchtet. Ja, wie gesagt, die Nummer habe ich euch gezeigt. Das sind Handybänder. Dann habe ich Neonperlen bestellt. Und zwar einmal in 6 mm. Mit der Nummer. 500 Stück habt ihr da drin. Komplett im Bund. Und ich habe die auch noch bestellt in 8 mm. Die kommen nachher noch. Also das ist komplett durcheinander hier. Ich habe jetzt auch nicht sortiert oder so. Dann muss ich euch sagen, ich habe in meiner Bestellung ab letzten Monat jetzt gemacht, also in meiner Facebook-Gruppe, dass die dort so Sammelbestellungsmäßig einige Sachen, ja, dass ich das mitbestellen tue, denn diejenigen suchen sich das vorher aus. Und da habe ich jetzt hauptsächlich drin gehabt, diese Medaillons. Und zwar sind das so eine Medaillons, wo man was reintun kann nachher aus Glas. Da habe ich ganz viele verschiedene jetzt bei. Das ist zum Beispiel jetzt so ein rundes in Rosé Gold. Eins wollte ich auch gerne auf jeden Fall mal auspacken, um zu gucken, wie das allgemein ist. Weil ich habe die selber auch noch nie gesehen. Die sind jetzt nicht so günstig. Aber die wollten viele unbedingt haben. Die sind mit Magnetverschluss, so wie ich weiß. Ich muss nur noch gucken, wie die aufgehen. Da ist das so. Ah. Also ihr seht, das ist auch wirklich. Da ist Glas. Ich will jetzt nicht so viel da
Da ist jedenfalls überall Glas zwischen und man kann da was reintun. Also kleine Perlen oder ja, Mikroperlen zum Beispiel würden gehen oder getrocknete Blumen würden gehen. Ja, man kann auch ein Bild reintun. Also es ist Magnetverschluss. Diese sind jetzt die kleinere Variante in Rosé Gold. Davon habe ich, wie gesagt, noch ganz viele bei. Die gibt es eben auch dort. Daher war meine Bestellung dieses Mal auch wirklich sehr hoch. Also ich habe jetzt, ich glaube, 230er habe ich bezahlt. Aber das war ja alles vorbestellt und von daher war das überhaupt kein Problem. Und ich werde jetzt auch jeden Monat bei mir Vorbestellungen machen, weil viele gefragt haben. Und auch diese Sachen könnt ihr weiterhin bei mir einzeln auch bestellen. Für einen geringen Aufpreis natürlich. Also die Sachen könnt ihr alle immer bestellen bei mir. Ich weiß nicht, die Nummer habe ich noch nicht gezeigt, falls jemand selber bestellen möchte. Dann haben wir auch hier noch wieder was. Das Video wird heute Stunden gehen, glaube ich, weil das kann wirklich sehr lange gehen heute. Das haben wir jetzt das gleiche in Gold. Das zeige ich euch jetzt noch so. Also, die sind doch alle sehr gut verpackt. Außer, ich glaube, eins habe ich gefunden, was wirklich nicht verpackt war. Weiter also in diesem, ja, Puffis-Holz. Es tut mir jetzt echt leid, wenn das ein bisschen länger dauert. Aber ich möchte das gleich wieder alles ordentlich einpacken. So, da habt ihr die Nummer von dem Goldenen. Dann haben wir hier das auch ein rundes, nur ein größer. Also dieses ist jetzt größer. In Rosé Gold auch wieder. Also das ist die große Variante, glaube ich. Ich glaube, das war die größte. Und die finde ich auch sehr schön. Da habe ich auch noch in Silber welche bei, glaube ich. Also die gefallen mir auch sehr gut. Ich muss mir da auch unbedingt noch mal einen bestellen, weil ich wollte jetzt erstmal gucken, wie die aussehen und so. Dann damit nehme ich auch noch was vor. Da habt ihr die Nummer dafür. Die muss ich mir sowieso nachher noch alle sortieren, wenn ich hier fertig bin. Das müsste... Ja, das ist wieder so ein kleines Roségold. Da brauche ich euch ja dann nichts weiter zeigen. Hier haben wir auch wieder einen. Das haben wir jetzt in Bronze. Den großen in Bronze. Die sind aber auch schön, finde ich. Also ganz ehrlich, ich finde die echt wunderschön, die Teile. Also wer die nicht unbedingt bei Doreen Beats bestellen möchte, die kriegt ihr auch bei mir. Aber normalerweise ist es kein Problem, bei Doreen Beats zu bestellen. Also ich habe jetzt schon so viele gehabt, die wirklich Angst haben, da zu bestellen. Wegen Zoll und frag mich nicht. Aber auch das ist eigentlich bei Doreen Beats nicht wirklich ein Problem. Also ich habe zumindest noch nie wirklich Probleme gehabt. Also ich habe das jetzt nur einmal gehabt, dass es wirklich beim Zoll gelandet ist. Und auch da habe ich kein Problem gehabt. Da ich von Doreen Beats eine Rechnung angefordert habe, wo der Betrag niedriger ist als das, was ich bestellt habe, weil mein Betrag leider über diese 22 Euro war, hat Doreen Beats total locker gemacht. Also ich habe sie nur gefragt, was ich machen kann und die haben mir dann die Rechnung geschickt. Und das habe ich dann weitergeschickt ans Zollamt und daraufhin haben sie natürlich die Bestellung dann weitergeschickt und das war überhaupt kein Problem. Ja, hier haben wir wieder so einen. Ich glaube, den hatten wir schon. Das müsste der Rosé Gold der Große sein. Wie gesagt, davon habe ich noch ganz viele mehr. Auch Roségold, Roségold, der große. Und hier auch nochmal. Hier nochmal ein kleiner Roségold. Ja, die hatten wir alle schon, die brauche ich euch hier nochmal zeigen. Hier haben wir Glitzersteinchen. Die waren, glaube ich, im Sale. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, die waren im Sale. Deswegen habe ich sie mitbestellt.
Das dürften 10 mm sein. Also 8 mm ist so groß dafür. Ja, da habt ihr erstmal die Nummer dafür. Dann habe ich mir mitbestellt diese kleinen Herzchen. Also ich hole mal davon einen raus, weil das sieht man sonst nicht so recht. Das sind so ganz kleine Plättchen. Die wollte ich eigentlich haben zum Abformen. Aber zum Abformen sind mir die leider etwas dünn. Also, ja. Spiegelt alles gerade gut. Das sind so eine kleine Herzchen mit Loch in Wellenform. Die sind auch wunderschön. Die sind zum Gestalten für Nailart zum Beispiel, glaube ich, ganz gut. Ja, oder auch für Schmuck, für Zierungen oder sonstiges. Also man kann das ja für alles Mögliche nehmen. Ich habe mir so ein Esspäckchen dafür bestellt. Dann habe ich Biegeringe bestellt. Und zwar einmal die 4 mm. Da sind 1800 Stück drin. Die waren leider aus bei mir. In meiner Gruppe auch und allgemein, ne? Und hier habe ich 3 mm, habe ich gleich nochmal mitbestellt. Also die sind nur minimal kleiner. Da sind 2000 Stück drin mit der Nummer. Und dann habe ich hier auch noch mal ganz große Biegeringe. Das dürften jetzt Zentimeter sein. Doch, das müsste ein Zentimeter sein. Da sind 400 Stück drin. Das ist die Nummer. Ja. Ich räume das kurz wieder ins Säckchen und dann hole ich das nächste. So, von diesen Sachen hier kommen, wie gesagt, noch viel, viel mehr. Also da wurden so viele bestellt. So, nächstes Säckchen. Und das sieht man ja so schon, dass da wieder viel so ein Zeug mit drin ist. So, und zwar haben wir jetzt hier welche in Blumenform. Die hole ich mal wieder einen raus. Das ist auch wieder so ein Roségold. Ich sehe gerade, dass das irgendwie milchig ist. Jetzt frage ich mich gerade, wieso das milchig ist. Es kann sein, dass da eine Folie drauf ist. Auch sehr danach aussieht. Da muss ich mal kurz gucken. Da ist eine Folie noch mit drauf. Also das seht ihr jetzt hier auch. Hoffe ich, dass ihr das seht. Ja. Also ist zum Schutz noch mal extra eine Folie drauf getan. Die lasse ich natürlich jetzt auch drauf, weil die gehen ja gleich weiter an die nächsten. Diejenigen eben, die bestellt haben. Das wird alles noch verpackt. Muss ich nachher erstmal sortieren. Deswegen würde ich das auch gerne gleich abgefilmt haben, damit ich es weg habe. Da habt ihr mal die Nummer für die Blumen in Roségold. Die gibt es auch noch in Gold, glaube ich. Aber ich glaube, die hatte ich nicht mitbestellt, die in Gold. So, und dann haben wir hier ein Herzchen. Herzchen gibt es leider von dieser Sorte nur in Roségold. Viele wollten gerne Silber oder Gold haben, aber ist leider nicht bei Doreen Beats. Da ist auch eine Folie drauf. So sehen die Herzchen aus. Sind auch schöne Größe, also wenn man das so sieht. Ist eine sehr schöne Größe für einen Kettenanhänger oder so. Gefällt mir sehr gut. Ich stehe nur eigentlich nicht so auf dieses Roségold. Ich mag das Roségold so schon eigentlich ganz gerne, aber ich habe nichts in Roségold. Und extra alles dafür zu kaufen, denn ja, muss ich mal überlegen. Normalerweise kann man die ja trotzdem an eine Silberkette hängen. Die Nummer wollte ich euch noch zeigen. Hier ist wieder ein Herzchen. Herzchen habe ich 14 Stück mitbestellt. Das weiß ich noch. Hier haben wir Fläschchen, das ist auch Sammelbestellung gewesen. Das sind so eine Glasfläschchen und zwar in, muss ich jetzt mal gucken. Gucken, bitte drinnen bleiben.
Das sind die in Sternchenform. Ich denke mal, die kennt auch jeder. Also, so sehen die aus in Sternchenform. Die habe ich auch noch in Herzform dabei. Sind doch alle heile. Würde mich auch überraschen, wenn nicht. War alles sehr gut gepolstert. So, da habt ihr die Nummer für die Fläschchen. Das sind 5 Stück in einem Paket. Hier haben wir wieder so ein Blümchen. Ein Herzchen. Blümchen. Herzchen. Wie gesagt, das sind wirklich sehr viele und alle einzeln verpackt. Blümchen, Herzchen. Blümchen. Hier sind die Glasfläschchen in Herzform. Ich denke mal, die kennt auch jeder, so wie die anderen. Das sind die in Herzform eben. Ganz normal. Die Nummer ist diese. Da sind auch 5 Stück drin. Ich weiß jetzt nicht, wieso das übergeklebt ist. Aber da ist eine andere Nummer unter, so wie ich das sehe. Haben sie wohl die Nummer geändert oder so? Hier habe ich mir einmal Stoffblümchen bestellt. Die waren auch im Sale, glaube ich, für 3,90 Cent oder so. Deswegen habe ich sie mitbestellt. Weil am Wochenende bestelle ich meistens auch. Und dann achte ich immer drauf, dass, wenn was im Sale ist, was mich interessiert, dass ich das dann noch mitbestelle. Hier sind 2 so eine Bündel drin. Mit jeweils 1, 2, 3, 6. 6 so eine Blüten. Muss man natürlich ein bisschen richten. Ja. Für Mini-Alben und so ist das natürlich wieder ganz schön. Oder auch für Deko jetzt im Frühjahr. Ich habe auch schon eine schöne Deko-Idee im Kopf, wo auf jeden Fall ein Tutorial kommen wird. Aber das muss ich erst selber ausprobieren. Das ist so Ostern. Das ist mir die Tage so eingefallen. Da habt ihr mal die Nummer für die Blumen. Ne. Ne, ne, ne. Ne. Da ist sie. Dann wieder Herzchen. Und hier haben wir Kabochons. Und zwar sind das die 2,5, glaube ich. Die kennt auch jeder. Kabochons, eben ganz normale Kabochons, Glas-Kabochons. Die gibt es jetzt auch in meiner Gruppe. Die werde ich dort reinstellen, die Tage. Sofern ich irgendwann dazu kommen werde. Hier sind 10 Stück drin. Die haben, glaube ich, 2 Euro noch was oder so gekostet. Aber die Preise ändern sich bei Doreenblick sowieso täglich. Da habt ihr mal die Nummer dafür, dann könnt ihr selber schauen. Dann habe ich mal wieder Ohrhaken mitbestellt. Die sind auch aus bei mir. Ja, kennt jeder. Ganz normale Ohrhaken, 200 Stück. Dann diese Würfelperlen. Die haben diesmal eine andere Mischung als die, die ich letztes Mal bestellt hatte. Also eine andere Farbmischung. Ich fand die Farbmischung letztes Mal definitiv besser. Aber ist jetzt auch ganz schön. Also, ja, sind 100 Stück drin. Die wurden gewünscht in meiner Gruppe und dann habe ich die erstmal mitbestellt wieder. Die waren alle bei mir. Und dann haben wir hier so eine Frisuren für Ohrringe eben mit so Klebefläche. Ja. Sind ganz schön. Die sind, glaube ich, 12. Ich glaube, 12 sind die. Ich glaube, ich habe auch die passenden Kabochons dabei. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Da sind 50 Stück drin. Also 25 Paar. Sind jetzt nicht so günstig, aber die wurden gewünscht und ja, habe ich sie mitbestellt natürlich. Also in meiner Gruppe, ihr könnt immer fragen, wenn ihr irgendwas haben wollt oder so. Ich bestelle alles mit, was ihr so braucht oder ja.
alles eigentlich. So, jetzt passt natürlich alles wieder gar nicht mehr so rein, wie es rein soll, aber das ist egal. So, nächster Sack. Und zwar haben wir hier Acrylperlen, wo leider die Tüte schon auf ist. Die wurden gewünscht von einer Person. Ich weiß natürlich nicht, ob sie jetzt noch gekauft werden, aber ich habe sie jetzt mal mitbestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß sind, weil ich habe sie nur angeklickt, nummermäßig und ab in Warenkorb damit. Also ja, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie groß sie sind. Das ist die Nummer. 50 Stück sind da drin. Schön sehen sie aus. Also ja, ich wüsste jetzt allerdings nicht, was ich damit machen sollte. Dann wieder so ein Anhänger. Und haben wir diesmal nämlich andere Formen wieder bei. Und zwar haben wir ein Schweinchen. Schweinchen in Roségold. Die fand ich auch so cool. Da muss ich auch mal einen rausholen. Möchte ich gerne mal sehen, wie die sind. Ich sehe auch gerade, man kann hier oben zum Beispiel noch schöne Strasssteinchen reintun. Das seht ihr jetzt, glaube ich, auch gar nicht so. Ja, und das kann man eben auch wieder aufmachen. Da ist auch wieder Folie vor, so wie ich das sehe. Jo. Da kann man eben, wie gesagt, in dem Herz wieder was reintun. Also ich finde diese Teile echt cool. Die haben zwar wirklich ihren Preis, aber ich glaube, so ein Schwein hat jetzt um die 2 Euro gekostet. Ja. Also ich verstehe auf eine Art, wieso die bestellt wurden. Wieso die so viel bestellt wurden vor allem. Weil die eben echt schön sind. Also jetzt in Natura finde ich die noch viel schöner. So, hier habt ihr gleich mal die Nummer für dieses Schwein. Das gibt es auch in, ich glaube, Silber und Bronze. Ich glaube beide. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch bei habe. Mal gucken. Hier haben wir, na. Stecker. Ohrstecker. Und zwar mit den Teilchen da drin. Seht ihr? Mit diesen Teilen dafür. Da sind auch 50 Paare drin. 50 Stück. 25 Paar mit der Nummer. Ja, man sieht ja eigentlich, was es ist, aber ich hole jetzt trotzdem mal nochmal einen raus. Zeige euch das genauer. Eben mit dieser Platte, das dürften 10 sein, 10 mm. Dann haben wir hier wieder Glas-Cabochons. Und zwar sind das die 12er, so wie ich das sehe. 12 mm Glas-Cabochons. Da sind 50 Stück in der Packung drin. Und zwar mit der Nummer. Die sind super. Hier haben wir wieder ein Blümchen. Dann habe ich einmal Buchbinderringe mitbestellt. In, ja, Größe weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber da könnt ihr gucken, wegen der Nummer. Da sind 30 Stück drin. Die haben irgendwas mit 2 Euro noch was gekostet, glaube ich. Also da könnt ihr mal reinschauen. Das ist auf jeden Fall günstiger als woanders. Sind eben die ganz normalen Buchbinderinge, die man so zumachen kann wieder. Ich wollte die mal haben für meine Gruppe zum Verkauf.
Wollte mal ausprobieren, wie die sind. Dann habe ich bestellt Gliederkette. 10 Meter sind das. Mit der Nummer in Silber. Ich zeige euch das kurz. Also, das sind so ganz normale Gliederkette. Ganz normalen, mittelgroßen Gliedern. Also nicht die ganz kleinen. Da kann man auch schön was dranhängen dann und so. Die Nummer hatte ich euch gezeigt? Ja, hatte ich. Dann habe ich nochmal Binderinge. Und zwar sind die jetzt ein bisschen kleiner wie die vorhin. Das dürften jetzt 8 mm sein. Also, ja. Die sind auch ein bisschen dünner als die anderen, glaube ich. Also ich hätte mir jetzt eher dickere gewünscht. Aber ja, das ist ja immer so eine Sache beim Internetkauf. Ja, es geht aber. Man kriegt sie schon verschoben. Aber es geht. Da sind jetzt 600 Stück drin, mit der Nummer. Jo. Dann haben wir hier nochmal ein Blümchen. Und hier haben wir ja, so eine Döschen sind das. Die waren auch mit in der Sammelbestellung. Ach, die sind hier alle aus der Tüte gefallen oder keine Ahnung. Das sind so Glas. Also, glaube ich jedenfalls, dass das Glas war. Doch, es müsste Glas sein. Also, ganz normale Schraubdöschen. Ich glaube, davon werde ich mir noch welche holen, weil die irgendwie echt cool sind. Ja, die gefallen mir. Da sind 5 Stück in der Packung drin, ne? Sind gerade gar nicht mehr so einfach wieder einzupacken. So. Jetzt habe ich es, glaube ich. So. Da habt ihr mal die Nummer dafür. Es tut mir echt leid, dass ich hier so viel packen muss heute. Aber es ist eben sehr viel heute. Und ich will das immer gleich wieder weg haben. Sonst habe ich hier keinen Platz mehr. Nächster Sack. Also ihr seht, die sind auch immer relativ prall gefüllt. Hier haben wir wieder ein Blümchen. Die können wir gleich wieder beiseite packen. Hier haben wir Cabochons. Das sind diesmal die... Gute Frage. 10 oder 8 mm. Sind. Ich würde jetzt sagen 10 mm, so wie ihr das auch seht. Jo, 10 mm. Da müssten jetzt 100 Stück drin sein. Ja, da sind 100 Stück in der Tüte. Ne, wir wollen die Tüten aber auch nicht. So, da habt ihr mal die Nummer für die Cabochons. Dann habe ich noch mehr Blumen. Hier habe ich noch mal so eine, ja, so Strasssteinchen. Aber, ja, in Diamantenform diesmal. Also, nicht zum Aufkleben. Also zum Aufkleben schon, aber eben mit dieser Diamantenform unten. Zum Einkleben eben eher. Sümpfe auch nicht.
hoffe, ihr seht's. Also, das sind irisierend weiße. Falls ihr es nicht sehen solltet. Die untere Fläche, das ist so Gold. Da sind 500 Stück drin mit der Nummer. Also, die wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt eigentlich nicht gesehen, dass das so eine Spitze sind. Finde ich aber eigentlich ganz gut. So kann ich das mal testen, weil ich habe so noch gar nicht. Ja. Dann habe ich mitbestellt diese Schubschbonbon-Perlen. Und zwar, das sind genau die gleichen wie diese hier. Nur, dass das die 6 mm sind und das sind die 8 mm. Die habe ich jetzt bestellt wegen Perlenengel für meine Gruppe. Da wollte ich wieder so, ja, Sets machen mit Perlenengel. Ja. 300 Stück sind da drin. Dann habe ich mir bestellt dieses Paket. Das ist eigentlich ja sehr ähnlich mit den anderen. 6 mm sind die. Aber trotzdem eine andere Mischung. Also mehr kräftigere Farben bei. Da habt ihr mal die Nummer. Da sind auch 500 Stück wieder drin. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Muss ich mal kurz gucken, ob das die gleiche Nummer wie diese sein soll. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher. Nein, ist nicht die gleiche. Gut. Ich wollte nämlich schon sagen. Weil es hätte nämlich auch sein können, dass ich diese eigentlich haben wollte und dann diese kam. Also, aber nee, ist alles gut. So, hier haben wir wieder so einen Anhänger. In Silber diesmal. Und zwar eine Kuh, so wie ich das sehe. Ja, das ist eine Kuh. In Silber. So, da habt ihr dann die Nummer für die Kuh. Ist auch echt schön. Dann habe ich hier wieder diese Velvet-Ketten mitbestellt, weil die schon bei mir fast alle sind. Das hatte ich letztes Mal oder so auch mitbestellt, dieses Paket. Und ja, wie gesagt, fast alle. Alle weggekauft. Sind 10 Stück in verschiedenen Farben drin. Dann habe ich so Doppelringe mitbestellt. Spaltringe. In, ich würde jetzt sagen, 5 mm waren das, glaube ich. Ja. Kennt man ja eigentlich. Das sind eben diese ganz normalen Spaltringe. Die wollte ich auch mal für die Gruppe haben, weil viele eben auch Spaltringe benutzen tun. Und ich wollte auch mal mehr damit basteln. Weil ich habe ja jetzt diese Spaltringzange. Dann geht das ja einfacher. Vorher habe ich es einfach immer nicht hinbekommen. Da sind 1000 Stück drin, ne? Mit der Nummer. Dann habe ich Charms. Und zwar wieder diese Schlüssel. Ich denke mal, die kennt ihr mittlerweile. Die habe ich schon so oft mitbestellt. Ganz normal die Schlüssel. Da habt ihr die Nummer. Da sind 25 Stück drin. Dann habe ich diese Charms mitbestellt. Und zwar sind das so eine Bunnies. Da seht ihr das ganz gut. So Emma Lee mäßig. In... ja, so rot, ja, so goldähnlich hinten und auch vorne ein bisschen. Jedenfalls, da habt ihr mal die Nummer dafür, dann könnt ihr gucken. Die waren, glaube ich, im Sale, deswegen habe ich sie, glaube ich, mitbestellt. Ich fand die eigentlich ganz niedlich. Hier haben wir noch wieder einen Anhänger, den wir auch noch nicht hatten, so wie ich das sehe. Das ist Bronze. Das ist ein runder Gold, ne? Ja, das ist Gold. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir den schon hatten. Von daher zeige ich euch den mal schnell. Falls ihr überhaupt nicht interessiert seid an diesen Sachen, dann müsst ihr eben nicht reinschauen heute. Es tut mir leid. Also, ja. Die Nummer auch nochmal, sicherheitshalber.
Dann. Das ist wieder ein goldener, ein runder. Das ist eine Kuh in Silber wieder. Hatten wir auch schon. Hier haben wir jetzt was anderes. Das ist ein bronzenes Teil. Ich glaube, das ist die Maus. Es gibt nämlich auch eine Maus, ja. Die finde ich auch so mega hübsch. Da kann man eben da auch was reintun. Kann man auch aufmachen. Die Maus finde ich eigentlich echt cool. Ich muss mal gucken, was ich mir bestellen tue. Wahrscheinlich werde ich mir in Silber oder in Bronze bestellen. Und wahrscheinlich auf jeden Fall einmal einen großen silbernen. Runden eben. Ja, und dann mal gucken. Vielleicht die Maus noch in Silber oder so. Weil die gibt es, glaube ich, in Silber und Bronze. Ich glaube, in Rotgold nicht. Dann habe ich Ringe mitbestellt. Ringrohlinge. Und zwar die ganz normalen, die schlichten, mit Klebefläche vorne und Bronze einmal. Mit dieser Nummer. Das, was ihr nicht so erkennen könnt, ist ein 1. B16935. 50 Stück sind da drin. Das gleiche habe ich auch in Silber. Genau die gleichen. Da habt ihr auch die Nummer dafür. Dann habe ich mitbestellt diese Gesichtsperlen in verschiedenen Farben. Die wollte ich mit anbieten. 8 mm Perlen sind das. Da habt ihr die Nummer. Das sind, glaube ich, 500 Stück oder ne, 300 waren das, glaube ich. Dann habe ich hier Kugelkette. 8 Meter sind da drauf in Bronze. Der Nummer. Ja. Und nochmal Fassung. Erstmal habt ihr mal hier die Nummer. Und dann sind das so eine runden Fassung. Ganz normale, schlichte, runde Fassung wollte ich haben. In Silber. Mit der Schlaufe oben schön. Kann man schön auf eine Kette aufziehen. Die wollte ich unbedingt haben zum Bearbeiten. Also da weiß ich auch noch nicht, ob die in die Gruppe wandern, weil ich die alle für mich bestellt habe. Aber mal gucken. Bestellen kann ich sie trotzdem jederzeit, falls gefragt wird. Ja, und wir sind noch nicht am Ende. Ich glaube, das wird heute wirklich eine Stunde im Dreh, so ein Video. Dann habe ich hier zwei Pakete und zwar sind das Döschen, auch von der Sammelbestellung. Einmal sind das Sterne und einmal Herzen, glaube ich, so wie ich Erinnerung habe. Also hier sind jetzt die Sterne drin, wo ich das sehe. Sehr fest eingepackt, so wie ihr sehen könnt. Wie gesagt, Sternchendöschen, Döschen. Einfach so zum normal zumachen sind die. Da sind 12 Stück drin und das ist die Nummer. Das wandert bei mir jetzt auch gleich weg. Sternchen. Und dann haben wir hier noch Herzchen. Hier habt ihr da die Nummer für die Herzchen. Das sind diese flachen Herzchen. Es gibt aber zwei verschiedene. Es gibt auch diese gewölbten. So. Das sind jetzt die gewölbten. Wieso sind das die gewölbten? Hatte ich nicht die flachen? Da muss ich nachher mal in der Bestellung schauen, ob ich nicht die flachen hatte. Nee, ich glaube, das ist richtig. Also das sind jetzt die gewölbten, nach oben gewölbt. Es gibt aber auch flache dort. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen bestellt. Ich muss mal gucken.
Ja. Die Nummer habt ihr ja gesehen. Ich packe das auch mal wieder ein, damit ich die Nummer habe. Das sind eben die. Dann habe ich noch bestellt, was auch im Sale war. Nur deswegen habe ich es bestellt. Dieses Zeugs. Also das ist ein Riesenpaket, ganz ehrlich. Das ist so ein Deko-Holz-Zeugs. Na, so ein getrocknetes Zeug. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist so blütenähnlich getrocknet eben. Verschiedenen Farben. Okay. So, ich musste kurz unterbrechen. Ihr habt ja gehört, mein Hund hat mal wieder gebellt, weil ein Tor ging bei uns mal wieder. Ja, kein Problem. Das sind 200 Gramm. Da habt ihr mal die Nummer. Das kostet aber, glaube ich, 3 Euro noch was oder so sonst. Ich habe jetzt 93 Cent bezahlt, deswegen habe ich es mir mitbestellt. Und ich möchte das gerne mal ausprobieren, so für verschiedene Deko-Zwecke und sowas. Rein theoretisch könnte man sogar Schmuck damit machen. Ja, aber dann muss ich gucken. Eher für Deko gedacht. Ich habe damit auf jeden Fall schon was vor. So, dann das vorletzte Säckchen und danach kommt noch ein kleiner Sack. Dann sind wir durch. Hier sind wieder viele von diesen Teilen drin. Und zwar haben wir hier Silber. Auf jeden Fall schon mal. Ah, das sind diese Ovalen mit Strass besetzt. Die sind auch sehr schön. Die sind richtig so mit Strasssteinchen besetzt ringsrum. Sind auch super schön. Davon habe ich auch, ich glaube, 9 Stück oder so jetzt bei. Sind auch ein paar bei, die noch nicht dabei sind bei der Bestellung jetzt. Die sogar erst mit der nächsten Bestellung kommen, also mit der darauffolgenden noch. Also mit einer Nachlieferung eben. Hier haben wir auch einen silbernen. Und zwar eine Kuh. Eine Kuh hatten wir schon. Hier haben wir auch Silber. Das ist der gleiche. Mit Strass besetzt. Ich habe aber auch noch ohne Beige, glaube ich. Deswegen muss ich genau gucken. Das ist auch mit Strass. Mit Strass. Ich weiß gar nicht, ob ihr das immer seht oder so. Die sind eben alle mit Strass besetzt. Das sind alles die gleichen. Ovale. Hier haben wir jetzt einen runden silbernen. Das sind die großen silbernen. Die hatten wir noch nicht, so wie ich weiß. Hier. Ja, und ganz ehrlich, also ich stehe ja total auf Silber. Silber und Bronze. Und ich finde das jetzt hier, wenn da jetzt ein bisschen was Schönes drin ist, das ist mega hübsch. Also da kann man viel mitmachen. Man muss nur die richtigen Ideen haben. Da habt ihr mal die Nummer für die. Und hier haben wir... Nee, ist auch mit Strass besetzt, oval. Hier haben wir wieder eine Maus. Die hatten wir auch schon, glaube ich. Hatten wir die Bronze? Doch, die Bronzemaus hatten wir schon. Hier haben wir ein Schwein. Ein Roségold. Schwein hatten wir schon, aber ein Roségold weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal, ich packe das nochmal kurz aus. Ich glaube aber ja. Die sehen alle gleich aus eigentlich. Von den Farben hier eben nur unterschiedlich. Denn zur Not auch mal die Nummer nochmal. Weil ich weiß es immer nicht mehr so ganz genau. Hier haben wir jetzt wieder so ein Strass-Oval nochmal. So, und jetzt kommt ein bisschen was anderes. Und zwar habe ich hier jetzt bestellt so, ja, Ohrringteile. Das ist eine relativ kleine. So für Stände und so eben, zum Verschicken und fragt mich nicht zum Verkauf eben. Gedacht, das sind eben recht kleine, also so 5 cm in der Höhe, denke ich. Aber da könnt ihr gucken, wen die Nummer hat, da sind 100 Stück drin. Da seht ihr das ja denn, wie groß die sind. Hier habe ich mitbestellt. Dann habe ich mitbestellt diese Blütenkelche mal wieder. Da sind 200 Stück drin mit der Nummer. Die mussten auch wieder mit, weil meine fast alle sind.
Dann habe ich diese Pelme bestellt. Die sind total schön. Oh, die gefallen mir total. Ich brauche nur noch ein paar Köpfe. Ich hätte gerne diese in 6 mm. In klar. Die brauche ich. Die kriege ich bei Dorian Beats leider nicht. Ich habe schon so viel geguckt, aber ich finde die in kleinen 6 mm nicht. Also falls jemand eine Nummer hat, diese mit diesem Durchzug so in 6 mm in klar. Bitte Nummer her damit. Das wäre total lieb. Ich brauche die. Ich habe die leider nur in 8 mm gefunden bei Dorian Beats. 300 Stück drin. Oder auch diese in bunt in 6 mm. Das würde auch gut sein. Die habe ich leider auch nicht gefunden. Dann habe ich bestellt Ohrhaken in Bronze. Die kommen auch in die Gruppe rein. Die müssen unbedingt mit rein. Also die wurden auch gefragt, ob ich die mitbestellen kann. Dann, wie versprochen, hier die Neonperlen in 8 mm. Jo. Dann habe ich ja gesagt am Anfang hier, eins ist nicht verpackt und das war dieses Schwein. Das ist wirklich nicht verpackt in Folie oder sonstiges, wieso auch immer. Dann habe ich hier Charms und zwar sind das so kleine Füchse. Die sind sowas von drollig, die musste ich mitbestellen. Schaut euch die mal an, die sind so drollig. Wenn er den Fokus endlich macht. Ne. Will nicht. Jetzt ist recht nicht mehr. Also von weiter weg sieht man es aber, glaube ich, ganz gut. Von dichter wird es nichts. Aber die sind super drollig, also ganz ehrlich. Da sind, glaube ich, 50 Stück drin. Ne, 30 mit der Nummer. Die haben 1 Euro noch was gekostet, also das ist echt nicht teuer. Die sind so süß, die mussten einfach mit. Dann habe ich mal ausprobiert hier diese kleinen, ja, Steinchen, die auch die Swanche ganz viel schon bestellt hat und so. Ich wollte einfach mal kleine Packungen ausprobieren, wie die sind. Wie die aussehen und waren und so weiter. Ja, die Farben gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nur trotzdem noch nicht so recht, wozu ich sie benutzen tue, weil zum Aufkleben finde ich die ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Aber mal schauen, was ich damit mache. Zur Not wandern die in Tauschsachen rein oder so. Falls ich die gar nicht gebrauchen können sollte. Oder Verkauf eben, wie gesagt. Die Farbe gefällt mir so genial. Und dann haben wir hier noch ein Teil. Und zwar sind das nochmal Brisuren und kleiner. Ich glaube, das sind jetzt 8 mm. Wenn ich mich jetzt nicht irre, doch, das müsste 8 mm sein. Oder 1 cm. Eben genau die gleichen, die wir vorhin hatten, nur eben ein bisschen kleiner. Hier sind auch 50 Stück drin, also wieder 25 Paare mit der Nummer. Jo. Und dann sind wir jetzt hier auch fast durch, aber noch fast. Einen Sack haben wir noch. So. Ein Säckchen haben wir noch. Und unsere Stunde haben wir auch gleich erreicht. So. Hier haben wir als erstes wieder einen Anhänger und zwar ein Silber wieder. Die hatten wir ja schon. Dann habe ich hier mal Pfoten mitbestellt. Und da werde ich diesmal, nächstes Mal wohl wahrscheinlich wirklich die große Packung bestellen, weil die so süß sind. Und weil ich die gerne in meiner Gruppe haben möchte. Zum Verkauf eben, ne? Guckt mal, die sind so süß. Die kann man doch auch total toll eingießen zum Beispiel.
oder anhängen mit dran oder frag mich nicht. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Das hier ist nur ein S-Paket. Wenn ihr das S-Paket nicht wollt, sondern die große Größe, dann müsst ihr das S weglassen. Dann habt ihr die normale Nummer. Hier sind 15 Stück drin. Dann haben wir hier jetzt wieder so einen Anhänger und zwar eine Katzenbronze. Die sind auch mal süß. Schön groß vor allem. Also das liegt ordentlich in der Hand, der Teil. Das hat auch gut Gewicht, muss ich sagen. Wo ich das Gesicht jetzt ein bisschen missverstanden finde. Ich finde es aber trotzdem ganz niedlich. Da habt ihr die Nummer dafür. Dann habe ich hier die in viereckiger Form. Da hole ich jetzt mal raus, weil das gerade mit der Nummer blöd ist. So. Auch immer diesen Strass besetzt. Ist auch einer, der nicht eingepackt ist, sehe ich gerade. Da habt ihr dann die Nummer dafür. Das ist in B zum Anfang. Dann wieder ein silbernes. Das gleiche dann wieder. Dann noch einen silbernen. Hier wieder eine Katze in Bronze. Silber. Silber. Katze in Bronze. Silber, Silber. Sind auch gleich durch mit den Sachen. Silber. So. Nochmal eine Katze in Bronze. Und nochmal ein silbernes. Also die hatten wir jetzt alle. Die sind durch. Definitiv. Dann haben wir jetzt hier nochmal so eine, ja, für Ohrringe wieder. Oder überhaupt Schmuck. Ja, eigentlich hauptsächlich Ohrringe. Zum Verkauf eben wieder. Das sind jetzt groß. Also das seht ihr, die sind relativ groß. Die sind, glaube ich, 7 cm oder so. 7x5 oder so. In Braun, also in diesem Kraftpapier. Kraftoptik. Die sind auf jeden Fall sehr schön. Die gefallen mir auch recht gut. Da sind auch 100 Stück drin mit der Nummer. Jo. Die kommen auch mit in die Gruppe auf jeden Fall. Und ich sehe gerade, hier haben wir die andere Größe. Ich wusste doch, dass ich da noch mehr bestellt habe. Von diesen anderen Perlen habe ich ja die 6 mm Perlen mitbestellt. Habt ihr ja vorhin gesehen. Und das sind die 8 mm Perlen. In der gleichen Farbgebung. Ja, da habt ihr die Nummer. Gefällt mir sehr gut. Da gibt es dann wieder schöne viele Perlen-Engelsets. Dann habe ich einmal mitbestellt. Ja, wie ihr sehen könnt. Zahnräder in Silber. Und zwar wurden die gewünscht, weil meine aus sind. Und ich habe im Moment auch Sammelbestellung. Ich habe alle Zahnräder, die Doreen Beats hat, die ich gefunden habe, habe ich drinne. Also die können bei mir vorbestellt werden. Die bestelle ich alle nächsten Monat mit. Dann habe ich mir bestellt. Ja, da steht jetzt die Nummer nicht drauf. Kann ich euch leider nicht zeigen. Falls ihr unbedingt Interesse an der Nummer habt, könnt ihr mich gerne anschreiben per Kommi oder fragt mich nicht. Also ihr könnt einen Kommi hinterlassen, dann schreibe ich euch die Nummer noch rein in die Infobox, falls jemand Interesse hat. Das sind so unendlich Zeichen. Und zwar unendlich mal unendlich. Und ja, das Zeichen bedeutet für mich eigentlich sehr viel. Und deswegen, ich hab schon ewig nach so einem Charms gesucht dafür. Dieses Doppel-Unendlich eben. Und ja. Jetzt habe ich es endlich gefunden und ich bin mega dankbar, dass ich das endlich habe. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seht das überhaupt richtig, die Charms. Ist eben wirklich so ein unendlich mal unendlich. Ja, ihr seht's. Dann habe ich mir mitbestellt hier Collierschlaufen mal wieder. Die sind schon wieder aus bei mir. Ich habe diesmal gleich zweimal mitbestellt wieder. Die silbernen wieder mal. Die sind jeden Monat alle. Also
Aber die kriegt man ja auch nirgendwo anders wirklich. Nicht günstig vor allem. Hier sind 50 Stück drin mit der Nummer. Und wie gesagt, das Ganze zweimal. Und dann noch zwei Teile. Und zwar habe ich noch einmal Charms. Und zwar sind das diese Schlüssel mit Totenkopf. Die habe ich einmal mitbestellt. Da sind jetzt drin 30 Stück. Und dann habe ich noch mal diese Teile. Da muss ich selber erstmal genau reinschauen. Ah, das ist der Knochen. Ich wusste doch, dass ich noch irgendwas hatte. Und zwar wollte ich dann auch so eine Abform hauptsächlich haben. Ich muss mal gucken, ob das geht. Der ist jetzt ein bisschen dicker wie das andere. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja. Den möchte ich dann gerne zum Abformen haben und zum Nachgießen eben, damit ich mir die selber gießen kann und die dann benutzen kann für Nagel, Gel, technikmäßig zu gestalten und so damit. Das ist auch ein Esspaket, glaube ich. Also die gibt es auch in großen Mengen. Da habt ihr mal die Nummer dafür, dann könnt ihr schauen. Das hat jetzt, ich glaube, fast 1 Euro gekostet, das eine Teil. Also es war jetzt nicht so wenig, aber ich wollte es unbedingt haben. Ja, und das war Doreen Beats. Das waren diese 200 noch fast Euro. Also wenn man sich das so überlegen tut, das ist echt viel, viel Geld. Ich zeige euch gleich noch den Katalog nochmal. Und dann mache ich auch Schluss für heute. Und zwar haben sie mir diesen Katalog nochmal mit reingelegt. Das sind die Bestseller von 2015. Ich hoffe, ich darf das zeigen, aber ich denke mal schon. Also das habt ihr hier auch Farbdingsten, wie das heißen tut und so. Hier so, ja, Tabellen und alles, was man eben braucht, so für Schmuck basteln. So an Maßen. Hier habt ihr dann hinten gleich die Tüten drinne. So diese Bestseller eben, wie gesagt. Also das ist nicht alles, was sie haben. Das sind nur die Bestseller, die sie haben. Die am besten gingen das Jahr. Knöpfe. Also hier sind wirklich haufenweise an Knöpfe drin. Hier dann Eyepins und Biegeringe und ja, hier Ohrring, Teile, Hänger, Zeug so. Hier auch diese Teile, die ich letztens gerade erst mitbestellt hatte. Die habe ich auch mitbestellt. Ich glaube, ich habe die noch gar nicht in der Gruppe drin. Ich komme aber noch mit rein. Hier Perlkappen, ein Teil zumindest. Hier sind noch mal Perlkappen. Diese will ich unbedingt noch bestellen. Die, die und die. Oder die hier werde ich noch bestellen. Die beiden. Diese Teekannen. Das sind, glaube ich, die Teekannen. Ja. Und diese Frösche. Davon gibt es auch noch mehr. Von diesen Perlenteilen. Schraubösen werde ich noch bestellen. Hier haben wir auch diese. Ja. Magnetverschlüsse haben die drin. Karabiner. Kettelverschlüsse und frag mich nicht, Collierschlaufen haben sie hier. Hier Kugelketten und ja, ihr seht's. Also Charms und hier sind auch diese Teile drin, die sie so haben. Also es sind jetzt nicht alle drin, bevor ich sehe jetzt hier gerade. Hier gibt es einen silbernen in Herzform. Allerdings ist der recht teuer. Also wenn ihr euch den Preis anguckt, ne? Fast 10 Euro so bezahlen für ein so ein Herz, das ist schon, ja, purer Wahnsinn, um es genauer zu sagen. Aber hier sind auch so Medaillons und hier Amulette und frag mich nicht, das ist alles drin. In jedem eigentlich eine kleine Auswahl. Zum Beispiel diese Sachen, die werde ich auch nächstes Mal, also nächsten Monat wahrscheinlich mit in die Sammelbestellung mit reinnehmen. Also, ich mache ja jeden Monat wieder was dazu, was ihr sammelbestellungsmäßig dazu bestellen könnt. Das andere bleibt mir leid für die auch. Kurze Unterbrechung. Meine Aufnahmegröße war jetzt erreicht mit einer Stunde.
Tut mir echt leid. Jetzt muss ich extra die paar Sekunden nochmal ranhängen, aber das ist nicht so weiter wild. Ja. Natürlich habt ihr hier auch Cabochons drin. Hier Rosen, Flatbacks, eben alles Mögliche, was sie so haben. Hier sind auch diese Perlensterne. Und natürlich Perlen. Holzperlen. Hier sind Crackle-Perlen, also so, ja, alles. Die zum Beispiel sind total schön, die gefallen mir total. Oder diese. Dann sind hier auch Acrylperlen drin, Buchstabenperlen, alles Mögliche. Hier habt ihr jetzt die Flügelperlen mit bei. Hier so ein paar zumindest. Ja, hier sind noch ein paar Anhänger, ein paar Acrylanhänger sind hier noch mit dran. Glöckchen haben wir hier unten. Also ich finde den Katalog echt nicht schlecht. Hier sind Charms noch. Weil da kann man schon ein bisschen durchgucken, was man denn so, ja, brauchen kann. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ja, und sonst sehen wir auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Tschüss!